Hallo, in WoW geht gerade das nächste Event los. Beim Pilgerfreudenfest wird das Thanksgiving gefeiert. Was außerhalb von Amerika wirklich niemanden juckt. Ich warte ja nur auf das St. Martin Event. Wenn das irgendwann rauskommt, das wird anders, Baba. Am Anfang des Events bin ich vor die Tore von Sturmwind geflogen und habe da erstmal die Quests angenommen. Hab dann bemerkt, dass man für 90% des Events kochen muss. Ich habe in WoW noch nie in meinem Leben gekocht. Und mein Kochskill ist genau wie im Real Life. Irgendein großer meine Mikrowelle, die aufgrund meiner Inkompetenz auf meiner Terrasse ausgebrannt ist, damit ich ja nicht die ganze Wohnung abfackel. Also bin ich ins Auktionshaus geflogen, um diese Psychose zu umgehen. Dort ist mir dann nach viel zu langer Zeit aufgefallen, dass in der Questbeschreibung explizit steht, dass man die Sachen selbst zubereiten muss. Also habe ich angefangen zu kochen. Und man muss sagen, dass das Event für Leute, die den Kochskill hochbringen wollen, perfekt ist. Man schafft es, in kürzester Zeit relativ easy sein Kochen auf Level 300 zu schießen. Dabei skalieren die Items sich selbst, sodass man mit einer Kochkunst von 0 und mit einem anfängt und dann irgendwann den Truthahn zubereiten kann. Der ist dann auf, glaube ich, Stufe 250 oder 275. Das Einzige, was ein wenig nervt, ist, dass man die Zutaten nur in verschiedenen Hauptstädten bekommen kann. Remember, wann die nochmal wichtig waren und man legit dahin musste und nicht alles in Sturmwind oder der Base von dem jeweiligen Addon gemacht hat? Leider war mir erst relativ spät aufgefallen, dass man in den Hauptstädten für einen anderen Erfolg, die Pilgerwampe, an allen Tischen essen muss. Also habe ich schön viel Zeit geblauert, weil ich überall zweimal hin musste. Wenn man also alle vorherigen Essen zubereitet hat, geht es darum, den Truthahn zuzubereiten. Das kann man dann relativ gut mit dem Erfolg Truthahnator kombinieren, bei dem man komplett hemmungslos das Aussterben der Truthähne nach vorne treibt. Ingame haben sie also anscheinend die Truthähne mit den Indianern geswitcht. Nicer Move, Blizzard. Hat man genug Truthähne gesammelt, kann man diese zubereiten und man bekommt den Erfolg Dampfende Töpfe. Als nächstes bin ich dann nach Terroka. Dort hat man nämlich den Endboss des Dungeons zu klatschen und dabei sollte man einen Pilgerhut sowie ein Pilgeroberteil tragen, die man aus den Dailies bekommt. Dieser ist natürlich mittlerweile so einfach zu klatschen, dass man sich schon fast so fühlt, als würde man gerade ein neugeborenes Sucker punchen. Für den Erfolg Pilgerbedrohung fliegt man dann in die jeweiligen feindlichen Hauptstädte und ist dort an den Tischen. Leider habe ich hier die Aufnahmen von Orgrimmar und der besten Stadt aller Zeiten, dem Hochfels, verloren. Um nach Unterstadt oder für die Hordler nach Danassus zu kommen, sollte man, by the way, mit einem Zeitarzt reden, der dann die Zeit zurückdreht, sodass man die Gebiete wiedersehen kann, bevor sie zerstört wurden. Denn das Gebiet im Unterstadt ist komplett voll mit Gift oder versperrt und Danassus hat halt den Notre Dame gemacht. Als ich alle der vorherigen Erfolge innerhalb der ersten zwei Tage des Events gemacht hatte, dachte ich, ja gut, dieser letzte Erfolg kann jetzt auch nicht so nervig werden. Auftritt von Auf der Mauer, auf der Lauer. Da bekommt man eine Truthahn-Knarre aus den Daily Quests, die nach einmal Use kaputt ist. Oder man hat wie ich Glück und bekommt relativ zügig das Toy, was immer nur einen Cooldown hat von ca. 5 Minuten. Damit schießt man dann auf Spielerschurken, von denen es zum Glück relativ viele gibt, unter anderem auch mich. Dabei ist das Problem, dass man jeweils einen Schurken von 10 verschiedenen Völkern abschießen muss. Die Rassen wie zum Beispiel der Mensch, der Undead, der Zwerg oder der Blutelf sind da recht easy, weil die relativ beliebt sind. Den Worgen habe ich nach viel zu langem Warten einfach abgecampt und der Gnom war zum Glück gerade am Questen. Also waren die alle relativ schnell beisammen. Aber die Goblins und die Trolle haben mir den Lebenswillen dermaßen entzogen, dass ich mittlerweile aktiv Sierra Kid pumpe und mich kurz davor befinde, eine ernstzunehmende psychische Krankheit zu erhalten. Daher habe ich in die folgenden 4 Tage damit verbracht, in WoW durch verschiedenste Gebiete zu fliegen und jeden Spieler anzuklicken, der zu einer der beiden Völker gehört, nur um ihn dann innerlich zu hassen, weil er nicht Schurke spielt. Als ich kurz davor war aufzugeben, habe ich dann vor den Toren von Orgrimmar einen Goblin gefunden und ca. 45 Minuten später einen Troll in seinem Startgebiet. Oh mein Gott, endlich, Digga! Damit war es also geschafft. Der Titel, das Pad und der Erfolg gehören mir. Und wenn ich daran denke, dass in wenigen Wochen das Weihnachtsevent ansteht und das ungefähr doppelt so viele Erfolge hat, muss ich schon sagen, der Strick an meiner Wand sieht von Tag zu Tag attraktiver aus. By the way, danke an Weihnachtsmann, der mir angeboten hat, einfach einen Troll zu erstellen. Hab's am Ende zwar nicht gebraucht, aber das wäre meine absolute Erlösung. Kanal von ihm habe ich mal verlinkt. Ach ja, während dem Event ist mir übrigens ein Mount gedroppt aus der Nachtfestung, das war ganz nice. So, das war's mit dem Video. Vielen Dank für über 350 Aufrufe auf dem letzten Video. Damit hätte ich never gerechnet. Und das hält die Motivation oben, vielleicht doch mehr als eins pro Jahr zu machen. Leider ist das Video wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen kürzer. Ich sehe schon eine Aufnahmespur und ich muss viel rausschneiden. Aber ich muss dazu sagen, dass dieses Video einfach in der vorhinein erarbeiteten Zeit mit den ganzen Ingame-Sachen viel mehr Zeit gefressen hat als alle Videos, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Deswegen entschuldigt das bitte. Und ich will es halt auch nicht in die Länge strecken. Bis zum nächsten Video bleibt mir deshalb nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war Chobbe.